Wir werden von Ereignissen eingeholt, die uns schockieren. Wir erleben Rückschläge und schaffen es manchmal nur schwer, wieder aufzustehen. Es sind wortwörtlich Erschütterungen. Doch jede Erschütterung, die uns trifft, ist eine Prüfung. Eine Prüfung bedeutet nicht, dass wir nichts tun sollen. Wir akzeptieren es, weil es von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Natürlich versuchen wir nach Lösungen zu suchen und daraus zu lernen. Akzeptieren bedeutet, sich der Prüfung zu stellen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Mittel bereitgestellt, die uns bei der Bewältigung von Prüfungen helfen sollen. Eines dieser Mittel ist der Koran, ein Buch der Führung, gefüllt mit Barmherzigkeit und Heilung. Der Koran behandelt die Krankheiten des Herzens und trotzdem ist es kein Medizinbuch. Und wir senden vom Koran das hinab, was eine Heilung und Barmherzigkeit für die Gläubigen ist. Doch wie kann der Koran eine Heilung sein? Der Koran ist eine Heilung für Körper und Seele. Es ist eine Quelle des Trostes und der Erleichterung. In unserem Teil der Welt, in dem wir leben, fehlt uns nicht der Zugang zur Medizin. Und doch sind viele Menschen unzufrieden und voller Krankheiten im Herzen. Das, was fehlt, ist der Glaube an Gott, die Überzeugung an Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir eine Nachricht von jemandem erhalten, den wir lieben und schätzen, beruhigt das unser Herz, indem wir seine Worte lesen. Der Koran ist das Wort Allahs, gerichtet an uns. Menschen rezitieren den Koran, wenn sie von einem schlechten Traum aufgewacht sind und das Herz sich ängstlich und unwohl fühlt. Oder wenn man traurig ist, sich allein und einsam fühlt oder aus vielen anderen Gründen. Der Koran führt uns auch zurück zu den wichtigen Dingen des Lebens. Wir lesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala eins ist, dass er alles in seiner Macht hat und er der Herr der Welten ist. Wir lesen über die Prüfungen der Menschen vor uns, wie sie standhaft blieben und Allah subhanahu wa ta'ala bei ihnen war. Wie können wir dann aufgeben? Wir lesen, dass jeder, der auf ihn vertraut, für ihn ausreicht, dass er auf jede Dua antwortet. Wie können wir dann verzweifeln? Wir lesen, dass jede Sünde vergeben wird, wenn wir bereuen. Wie können wir dann hoffnungslos werden? Der Koran erinnert uns an die Gerechtigkeit von Yawm al-Qiyama. Wie können wir dann absolute Gerechtigkeit in der Dunya erwarten? Der Koran erinnert uns an die ewige Glückseligkeit des Paradieses. Wie können wir also nach den weltlichen Dingen streben? Subhanallah, der Koran erinnert uns an so vieles. Es ist zu viel, um es in Worte zu fassen. Damit der Koran unsere Krankheiten heilen kann, müssen wir ihn als Führung sehen. Ja, richtig, darin ist Führung. Die Führung durch den Koran ist Trost für die Seele in guten wie in schweren Zeiten. Wenn wir den Koran lesen und das Gefühl haben, dass wir weit entfernt von ihm sind und er unsere Herzen nicht berührt, sollten wir uns fragen, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass wir uns von Allah subhanahu wa ta'ala entfernt haben und mehr die weltlichen Dinge begehren als deine Zufriedenheit und das Paradies. Wenn dem so sein sollte, dann sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala bitten, dass der Koran unser Herz berührt. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Koran die Wahrheit ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass der Koran eine Heilung ist für das, was sich in der Brust befindet, dann haben wir keinen Zweifel darin. O ihr Menschen, nunmehr ist von eurem Herrn eine Ermahnung zu euch gekommen und eine Heilung für das, was euch in eurer Brust bewegt und eine Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen.